Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Spielevorstellung und heute haben wir den Traktor Werkstatt Simulator 2015. Jetzt werden sich einige fragen: Hey Maximus, das Spiel gibt's doch schon eine Weile. Ihr habt natürlich recht, das kam 2015 am 1. Mai raus. Trotzdem wollte ich euch das Spiel natürlich zeigen, gerade wenn ich so viel Landwirtschaftssimulator zeige, müsste ich doch eigentlich auch ein bisschen am Trecker rumbauen. Und deswegen habe ich überlegt, hey Maximus, schreib doch einfach mal den Publisher an, hier Koch Media, und der Rudolf hat gesagt von Koch Media, natürlich, hier hast du den Traktor Werkstatt Simulator, dafür nochmal danke. Ich habe nicht nur das Spiel bekommen, ich habe auch den Truck Mechanic Simulator bekommen, den habe ich natürlich schon und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich dieses Spiel an euch verlose. Natürlich werden wir das aber erst nach und nach machen. Dieses Spiel, wie gesagt, ist genauso aufgebaut wie der Car Mechanic Simulator 2014, 2015 und der Truck Mechanic Simulator. Den habe ich ja natürlich auch schon mal gezeigt und kam bei euch ganz gut an. Und jetzt möchte ich euch die Trecker-Fraktion zeigen. Und natürlich werde ich auch mehrere Videos bringen, wenn ihr natürlich gesagt auch mehr sehen wollt. Also ab in die Kommentare, schreibt mehr Trecker oder mehr Mechanik-Simulator und da könnt ihr gerne mal reinschreiben, welches ihr am meisten sehen wollt. Entweder Autos, LKWs oder Treckers. Jetzt haben wir ja natürlich alles am Start. So, na, wie gesagt, wir haben natürlich die Möglichkeit, unsere Trecker zum Anfang an, ja, zu reparieren. Wir kriegen, ja, hier sieht man schon, ich muss vorne links das Rad, ja, reparieren. Also ich muss jetzt erstmal an die Wuchtmaschine und danach machen wir eine kleine Testfahrt, kriegen ein bisschen Geld und das werden wir einfach mal machen. Gut, wir gehen mal hier ans Rad. Das kennt man natürlich aus diesem Spiel. Man kann Zustände prüfen. Da gehen wir erstmal auf C. Wo habe ich C? Und Kamera nochmal bewegen und dann sehen wir erstmal, ja, ist erstmal ganz in Ordnung. Ne? Gut, dann werden wir den erstmal zerlegen. Gehen wir erstmal aus diesem Modus raus. Und jetzt muss ich erstmal schauen, wie das nochmal war. So, Zustandsmodus. Ja, Zustand. Wollen wir aber nicht. Wir wollen Zerlegen-Modus. Komm her, zerlegen. Komm, ja, jetzt können wir zerlegen. Wie das dann aussieht, bei Car Mechanic Simulator konnte man ja dann solche Perks machen, dass man halt schneller zerlegt, etc. Und ja, werden wir mal sehen, ob das hier auch so ist. So, das Rad haben wir abgenommen. Wir gehen mal an diese Maschine. Und hier können wir auswuchten. Natürlich werden wir das machen. 16%. Und dann sagen wir, na klar, reparieren wir dieses Rad. Ist aber ganz schön teuer, da bleibt uns ja nicht mehr viel übrig, ne? Gut, dann gehen wir wieder zurück. Oh. Bin auf jeden Fall erstmal gespannt, dass ich mit diesem Auto dann erstmal eine Runde fahren werde. Hier können wir wieder das Rad auswählen. Ist natürlich wieder genauso aufgebaut wie alle anderen Sachen. Und ja, es gibt natürlich eine große Faszination und viele freuen sich dann, hey, ja, Maximus, bau mal ein bisschen, du hast ja eh keine richtige Ahnung, aber hey, das machen wir alles zusammen. Schön gemütlich. Und jetzt überprüfen wir das Rad. Und jetzt müsste ich es eigentlich zerlegen. Komm her, zerlegen. Gut, zack. Ich weiß, über Kreuz, aber ich denke mal, beim Abbauen ist es nicht so wichtig, ob wir es über Kreuz machen, ne? So. Haben wir gemacht. Jetzt gehen wir mal schön geschwind hier hin. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, eine Runde zu fahren, ne? Wir wissen ja, beim Landwirtschaftssimulator, da ist ja die, ja, wie gesagt, die Physik nicht so doll. Jetzt bin ich aber richtig gespannt, wie hier die Physik ist, ne? So. Komm mal her. Nicht Zustand prüfen. Ich will den jetzt anbauen. Oh, ich habe abgebaut. Zusammenbauen. Na gut, das ist auch okay. Jetzt das Rad ranbauen. Zack. Ich muss erstmal wieder ein bisschen klarkommen, ne, mit dem Spiel. Schon lange nicht mehr sowas gespielt. Natürlich, wenn es bei euch super ankommt, dann werde ich da eine kleine Serie machen. Natürlich. So, haben wir gemacht. Wir gehen jetzt wieder raus. Oh, jetzt natürlich Probefahrt, ey. Darauf freue ich mich. Yippie. Natürlich machen wir Probefahrt.
Oh, da ist unser Trecker. Oh, schönes Teil. Weiß gar nicht, ob dieses Spiel Mods unterstützt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn solche Spiele Mods unterstützen. So. Aha, aha, aha. Also die Fahrphysik ist erstmal so auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht. Gut, der fährt ziemlich langsam, der Trecker. Aber mir gefällt es erstmal, dass ich überhaupt eine Probefahrt mache. Schauen, kann ich hier irgendwo auch rauszoomen und nach außen angucken. So, Bremsen haben wir überprüft. Jetzt die Motorstärke. Zu schnell. Zu stark am Motor. Komm, 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 komm. Ja, haben wir. Jetzt müssen wir über so eine Holperpiste fahren. Maximus, du bist großartig. Ach, ich freue mich über sowas. Ich werde natürlich weiter mit den Leuten von Koch Media in Kontakt bleiben, um euch schnellstmöglich ja Spiele zu zeigen. Ja, haben wir geschafft. Ja, um euch ja weitere neue Spiele etc. Vorstellungen, News bringe. Und ja, das macht mir natürlich Spaß. Dieser Kanal ist ja jetzt nach und nach immer mehr zu ein, ja, ja, wollen wir jetzt nicht sehen. Immer mehr zu einem, ja, Simulationskanal gekommen. Und dieser Trecker, ja, der erinnert mich stark an einen MTZ 80 oder 82, ne? Kann man ja schon sagen. Ja, das sollte auch ganz kurz die Vorstellung sein. Gib dem Video für alle, die zu faul sind, zu schreiben, ja, zeige mehr, einfach einen Daumen. Und unten findet ihr natürlich einen Link, da könnt ihr das natürlich auch käuflich erwerben, ihr wisst ja schon. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich erstmal darüber, dass ich dieses Spiel von Koch Media euch kurz vorstellen kann. Das ist natürlich super für alle, die Videos machen. Und ja, mit den Worten möchte ich mich eigentlich verabschieden. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, wie ich hier was repariere, ich werde hier selber erstmal weiterspielen, um erstmal mit dem Spiel wieder vertraut zu werden. Und ja, wenn ich dann merke, das Feedback kommt gut an, dann werde ich auf jeden Fall mehr an Trecker rumbasteln. Und mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal, bye bye.